Hallo, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Das ist mir jetzt die ganze Zeit so im Kopf rumgeschwirrt. Und zwar diese Gefühle von Schuld und Scham. Und wie gesagt, in meinen Coaching-Programmen geht es auch am Sonntag weiter, wenn meine Schützlinge etwas brauchen. Dann bin ich für sie da und irgendwie ist heute tatsächlich der Tag, an dem sich Schuld und Scham komplett transformieren darf. Auch was die Heilung betrifft, diese Gefühle von Schuld und Scham, die halten uns mit der Krankheit respektive, die verbinden uns mit diesem unheilen Gefühl. Ja, Schuld und Scham, das ist jetzt da. Schaut mal, wieso? Hallo, hallo, ihr Lieben. Schaut mal, jetzt ist wirklich etwas eingetreten. Keiner von uns hat irgendwo einen Anteil an Schuld. Keiner kann irgendetwas dafür, dass wir jetzt alle in dieser Lage sind. Ja? Alle sind frei zu sprechen. Niemand hat Schuld und wir sehen es ganz klar, egal was wir getan haben in der Vergangenheit, egal welche Entscheidungen wir getroffen haben, egal was wir Verhandlungen gemacht haben, es ist nicht wichtig. Es hat nicht dazu beigetragen, dass wir jetzt in dieser Situation sind und es hat aber auch nicht dazu beigetragen, ja? Also schau mal, alles, was du, was ich, was wir gemacht haben an Entscheidungen, alles, was wir gedacht haben, alles, worauf wir uns vor allem auch vorbereitet haben. Viele Unternehmer, wenn du da reinschaust, oder was das für alles noch für Konsequenzen hat, für jeden einzelnen Mensch, sein Leben betreffend, in Zukunft, sein Business betreffend, das weiß jetzt niemand. Niemand weiß, wo wir landen. Ja? Niemand weiß es und niemand hat es zu verschulden. Und ich finde, wenn man sich das jetzt im Moment ganz klar bewusst macht und sagt, ja, boah, schau mal, da gibt es Menschen, die haben es viel besser gemacht. Schau mal, die Menschen, die haben viel besser investiert. Da gibt es Menschen, die haben Immobilien. Da gibt es Menschen, die haben große Ersparnisse. Aber all diese Menschen, die können das alles verlieren, ja. Ich habe da heute mal drüber nachgedacht. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die haben ganz viel investiert, auch hier bei uns im Engadin, Business aufgebaut, richtig Vollgas gegeben, ihr ganzes Herzblut, ihre ganze Energie reingesteckt, geplant, gemacht, getan, nichts falsch gemacht, ja. Es trifft sie keine Schuld. Niemand hat irgendetwas jemals falsch gemacht, ja. Das ist jetzt einfach der Moment, wo wir uns wirklich alles anschauen können und sagen, Mensch, wir sind alle gleich, wir sitzen alle im gleichen Boot, egal was wir vorher gemacht haben, egal wie gut wir vorgesorgt haben, es ist alles wackelig. Es ist plötzlich ein Zustand, in dem jederzeit Entscheidungen gefällt werden können, die wir nicht beeinflussen können, ja. Vor allem jetzt hier in der Schweiz, ja, da ist ja eine riesengroße Demokratie mit Abstimmen und so weiter. Da wird das Volk jedes Mal befragt, bevor irgendeine Entscheidung getroffen wird. Es ist alles weg, ja. Es ist alles weg. Wir haben im Moment keinen Einfluss auf materieller Ebene, Materie zu Materie, Substanz zu Substanz. Es ist uns sozusagen alles genommen worden, jegliches Einspracherecht, jegliche Möglichkeit, Sachen gut und richtig zu machen, ja, jegliche Möglichkeit, keine Fehler zu machen, jegliche Möglichkeit, eben das Richtige zu tun. Und jetzt dürfen wir das loslassen, weil das macht so, so krank, diese Vorstellung, irgendwann mal was falsch gemacht zu haben. Oder dieses Gefühl, es ist nicht mal eine Vorstellung, es ist meistens ein Gefühl, irgendetwas falsch gemacht zu haben, irgendetwas nicht gut genug entschieden zu haben, irgendetwas nicht richtig vorbereitet zu haben,
irgendetwas vielleicht vergessen oder außen vor gelassen zu haben. Das sind ja alles diese Vorstellungen und Gedanken, die uns so antreiben, die uns so müde machen und die uns auch so unsicher machen, weil wir wissen ja nie, ob das, was wir tun, richtig ist. Wir wissen ja nie, ob das, was wir geplant haben, wirklich aufgeht. Ich meine, das ist die Wahrheit und jetzt zeigt sich das noch so viel krasser, dass es eben genau nicht daran liegt, was wir jemals getan oder nicht getan haben. Dass es nicht daran liegt, uns irgendeine Schuld, hallo, uns irgendeine Schuld in die Schuhe schieben zu lassen von uns selber, ja? Und jetzt da mal wirklich reinen Tisch zu machen mit uns. Kompletten reinen Tisch und zu sagen, schau mal, was jetzt ist. Schau mal, was jetzt für eine weltweite Situation ist. Und keiner hat etwas richtig gemacht. Keiner hat etwas falsch gemacht. Es liegt dann nicht daran, was irgendwie die Menschen gemacht haben, das, was jetzt da ist, ja. Es ist einfach ein sozusagen ein Phantom erwacht. Aber das haben wir nicht kreiert, indem wir irgendwas gemacht haben, worüber uns wir schämen müssen. Wir haben es nicht kreiert, weil wir irgendeine Scham haben müssen für irgendwelche vergangenen Geschichten. Wir haben eben auch keine Schuld. Keiner hat Schuld. Ist es nicht schön? Du hast keine Schuld. Du bist nicht schuldig. Du musst dich für nichts schämen. Jetzt ist etwas hier, was entstanden ist und es ist da und es hat mit keinem einzigen von uns zu tun. Und das finde ich so, so bereinigend. Wenn du dich umschaust und einfach sagst, ja, ich bin schuldfrei. Ich habe nichts falsch gemacht. Es ist etwas passiert, ist eine Situation entstanden. Nicht, weil ich etwas falsch gehandelt habe, nicht, weil ich etwas falsch entschieden habe, nicht, weil ich mich nicht gut genug vorbereitet habe, nicht, weil ich eine nicht gut genug Ausbildung habe, nicht, weil ich nicht anständig war, nicht, weil ich keine gute Ehefrau war, nicht, weil ich keine gute Mutter war, nicht, weil ich kein guter Ehemann war. Alles das, was ich jemals gemacht habe, hat nichts damit zu tun, was jetzt im Hier und Jetzt sich zeigt. Und da können wir rausgehen, alle kollektiv. Wir sind alle schuldlos. Wir sind alle rein. Wir sind alle perfekt. Wir sind alle, genau das können wir erkennen, was wir wirklich sind. Diese Perfektion, die einfach hier ist, um Liebe zu reflektieren aus unserem Seinszustand heraus. Und das können wir nur, wenn wir alle Schuld, alle Scham, alle Belastungen aus der Vergangenheit, die wir uns irgendwie noch vorwerfen oder sagen, oh mein Gott, hätte ich das nicht gemacht, oh mein Gott, hätte ich das anders gemacht. Wenn wir einfach sagen, wow, guck mal, ich kann es machen, wie ich es will. Liegt nicht daran, was ich mache, was ich tue und was ich entscheide, ob das Großartige entstehen kann oder nicht, weil es kann mir jederzeit weggenommen werden im Außen, sondern ich muss im Innen rein sein und aus dieser Reinheit, die du jetzt dir selber nehmen darfst, alles darfst du loslassen, alles, was dich jemals belastet oder zurückgehalten hat, kannst du jetzt loslassen, weil du wirklich sogar im Außen siehst, dass du nicht verantwortlich bist, dass die Dinge, die du machst, die du entscheidest, oder entschieden hast, dass du nicht verantwortlich bist für das, was im Kollektiven passiert. Also, mach dich frei, lass alles los und komm in diese Reinheit und bring diese Reinheit deines wahren Seins in die Zukunft. Wir dürfen jetzt alles loslassen und neu anfangen. Wir wissen nicht, auf welchem Level wir hier irgendwie neu anfangen. Aber eins weiß ich ganz gewiss. Wir dürfen ohne Altlasten, ohne Schuld neu anfangen. Und es fängt jetzt an. Jetzt fängt es an, ohne zu wissen, was für Umstände dich im Außen erwarten. Im Innen deine Zukunft, dein schönes Leben, die Vorstellung von deinem Leben, die Vorstellung von deinem Sein neu zu kreieren und alles, was jemals war, loszulassen.
Jetzt ist genau der Moment der absoluten Reinigung von allem. Es interessiert nicht, wir fangen neu an. Du darfst alles loslassen und nimm's bitte nicht, wenn du das Video anschaust, nimm's bitte nicht dorthin, was im nächsten Moment ist, wenn du das Video nicht mehr hörst. Lass jetzt alles los. Lass jetzt alles los, was dich belastet, was du glaubst, wen was falsch gemacht zu haben, nicht gut genug gemacht zu haben. Jetzt darfst du es loslassen. Und jetzt geht's los. Egal wie die Umstände sind, du kreierst dein neues Leben aus dir heraus. Du brauchst nichts, was dich im Außen jetzt noch zurückreflektiert, mitzunehmen, sondern du kommst nur von innen nach außen. Du kommst, gehst in deine größten Träume, gehst in deine größten Wünsche, gehst einfach dorthin, was du für dich und andere für eine Welt haben möchtest. Weil das ist das, was rauskommt, wenn wir durch diesen Geburtskanal durchgegangen sind und alle Altlasten zurückgelassen haben und dann auf der anderen Seite, ich sag's jetzt einfach mal so, das Paradies wieder sehen dürfen. Aber da hat nichts von dem alten Bullshit etwas zu suchen. Lass es jetzt los. Frei. Geh duschen, mach irgendwas, was dir dokumentiert. Yes, genau. Jetzt. Nichts brauche ich mehr. Wenn ich jetzt in die Zukunft gehe, was will ich haben? Was will ich mir aufbauen? Wie will ich mein Business haben? Wie will ich meine Beziehungen leben? Wie will ich meine Pflichten als Mutter? Wie? Egal, was ich vorher gemacht habe, jetzt entscheide ich neu. Ich bin neue Mutter, ich bin neue Businessfrau, ich bin neue Unternehmerin, ich bin neue was auch immer. Und zwar so, wie ich es haben will. Und da gehe ich jetzt durch diesen Reinigungsprozess. Es ist eine riesengroße Dusche für uns alle. Was jetzt passiert, wir haben keine Schuld. Niemand, niemand, niemand. Okay? Alles loslassen, alles weg. Es ist so wichtig. Und wenn du das tust, du wirst sehen, deine Energie shiftet sich. Es wird klar, es wird rein und du gehst nur noch vorwärts dorthin, wo es sich gut anfühlt. Und den alten Scheiß lassen wir zurück. Also, ich hoffe, ich habe euch da inspiriert. Das ist für mich irgendwie ein ganz wichtiger Aspekt, jetzt zu erkennen. Keiner hat Schuld. Keiner hat Schuld. Keiner ist schuldig. Alle sind unschuldig. Alle sind frei. Alle können jetzt neu kreieren. Aber nur dann, wenn du nicht im Außen dich reflektierst, sondern wenn du neu kreierst. Neu, 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 neu. Das ist so wichtig. Und nicht sagen, ja, was kann ich machen, um zu, was kann ich machen, um zu. Nein, was will ich? Ich bin unschuldig, ich kann das haben, was ich will. Ich kann neu anfangen, ich kann neu kreieren aus mir heraus, neu aus meinen Gedanken. Danke, Johanna. Also bitte macht es alle, jeden Moment. Und jetzt ist es da, jetzt ist die Zeit da. Und es wird wunderschön danach, ich weiß es ganz genau. Wunderschön, wenn wir hier rauskommen. Menschen werden so wunderschön sein. Sie werden ihre ganzen alten Gedanken, alle Leiden, alle Schuld, alle Ängste, werden sie hinter sich lassen, weil es wird so klar, wenn sie sagen, was soll ich machen? Ja, wie schön ist das, oder? Ich finde das mega schön. Ich habe jetzt voll Gänsehaut. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.